Der Titel meines Vortrags dürfte bekannt sein. Er stand im Internet oder in den Programmen. Wahrscheinlich seid ihr auch deshalb gekommen. Kraft der positiven Emotionen. Und davor steht We'll Never Walk Alone. Für die Fußballfans jetzt nochmal so, ne, in Abwandlung von You'll Never Walk Alone. Als ich gestern Abend nach Hause kam, fand ich auf dem Tisch eine Kundenzeitung namens Quell. Ist das schon mal vielversprechender Name. Und das Aufmacherthema hatte die Überschrift: Die besten Dinge kosten nichts. 7 wirksame Verhaltensweisen, die uns gesünder, glücklicher und gelassen machen. Dachte ich, das wäre eigentlich auch ein guter Titel für meinen Vortrag gewesen. Zumindest so in etwa. Aber als ich einen Blick dann in das Blatt warf, war ich doch etwas enttäuscht, weil nach der großen Aufmachung auf Seite 1 fand sich auf der zweiten von 16 Seiten lediglich eine Spalte mit wenigen dürren Worten, die dann die 7 besonderen Dinge auflisteten. Und das reichte dann von Sonne tanken über zu Fuß gehen bis hin zu pflegen statt putzen. Dachte ich mir, das hat eigentlich ziemlich wenig mit meinem Vortrag zu tun und war gut, dass ich diese Überschrift nicht hatte. Aber der Aufmacher dieses Blattes steht absolut im Trend. Alle möglichen Medien kündigen lautsprecherisch irgendwelche Wege zu Wohlbefinden und Glück an. Meistens handelt es sich dann um ähnliche Listen wie die eben beschriebene, oder es handelt sich um neue oder auch nur neu verpackte Methoden, die uns guttun sollen. Die Medien machen das natürlich, weil sie wissen, dass Menschen auf der Suche nach Glück sind. Und dass so viele Menschen auf der Suche nach Glück sind, obwohl es so viele Medien gibt, die ihnen erklären, wie man da hinkommt, zeigt, dass diese Menschen das wahrscheinlich noch nicht gefunden haben. Und das wiederum finde ich doch einigermaßen erstaunlich angesichts der Tatsache, dass wir von so vielen guten Dingen umgeben sind und so vielen Menschen, die uns Gutes tun. Vielleicht tauchen jetzt bei dem einen oder anderen Fragezeichen auf. Gute Dinge? Gute Menschen? Oder was ist das? Wer ist das? Wo sind die? Und ich gehe aber davon aus, dass ihr am Ende des Abends, genau wie ich auch, ein paar Antworten darauf gefunden habt, wer das sein könnte, wo diese Menschen sind, was das für Dinge sind. Oder danach herausfinden werdet. Denn ich möchte mit euch heute Abend den Blick auf das richten, was Medien in der Regel nicht erwähnen. Nämlich das, was wir schon bereits haben. Das, was uns zur Verfügung steht. Und ich spreche über die Emotion, die entsteht, wenn wir erkennen, was wir haben. Vor allem über diese Emotion. Und das ist Dankbarkeit. Okay, kein Widerspruch. Weil der Vortrag ja positive Emotionen, also im Plural, etwas ankündigt. Jetzt kommt hier sowas Monothematisches. Aber das hat auch einen bestimmten Grund. Das habe ich nicht etwa bewusst verschwiegen. Zum Beispiel, damit ihr nicht doch zum Fernseher geht oder in den Biergarten oder wo auch sonst immer hin. Weil Dankbarkeit in der Regel heute nicht als besonders positive Eigenschaft gewertschätzt wird. Ja, ist nicht besonders populär oder man kann auch sagen, nicht sexy. Ja. Aber vielmehr ist es so, ich habe Dankbarkeit ausgewählt, weil Dankbarkeit als Emotion, als positive Emotion wiederum Quelle für viele andere positive Emotionen ist, die dann entstehen, wenn Dankbarkeit da ist. Und die Wirkung von Dankbarkeit auf unser Gefühlsleben und auf unser geistiges, emotionales Wohlleben entspricht absolut den positiven Emotionen wie Freude, Hoffnung, Optimismus und so weiter. Insofern kann man am Beispiel von Dankbarkeit gut die wichtige Rolle von allen positiven Emotionen in unserem Leben sehen. Und dazu muss man auch noch wissen, dass wir sozusagen emotionsgetriebene Wesen sind. Es gibt quasi nichts, was wir tun, was nicht in irgendeiner Weise von Emotionen beeinflusst wäre. Ich beginne mal mit einer sehr kurzen Einführung dessen, was die sehr junge Wissenschaft der positiven Psychologie, die ist erst 12 Jahre alt, zum Wert der heilsamen Emotionen und damit eben auch Dankbarkeit zu sagen hat. Die Forschungsergebnisse bis hierhin bestätigen das, was wir gefühlt schon immer gewusst haben. Ja? Nämlich, dass sich dankbare Menschen subjektiv in einem besseren Zustand erleben, dass sie glücklicher und weniger depressiv sind, dass sie kreativer agieren, dass sie weniger unter Stress leiden, mehr zufrieden sind in ihrem Leben und auch besser mit ihren sozialen Beziehungen zurechtkommen. Ihr Selbstwertgefühl ist stärker ausgebildet. Und sie sind psychisch gesünder als Vergleichsgruppen. Laut Robert Emmons, das ist einer der wenigen Wissenschaftler, die Dankbarkeit zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht haben,
erhöht Dankbarkeit das Niveau des Freudeempfindens um 25%. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemessen haben und was das wirklich aussagt, aber ich finde, das ist schon mal ein interessanter Wert, weil 25% nach Adam Riese und Eva Zwerch ist ein Viertel. Und das ist nicht wenig. Der heilsame Effekt positiver Emotionen hält demnach 6 Monate an. Also gute Gefühle, auch wenn sie schnell wieder vergehen, haben doch einen langfristigen positiven Effekt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist im Wesentlichen ja alles bekannt. Das ist banal und entspricht so einer oberflächlichen Don't worry, be happy Einstellung. Und das mag auch in bestimmten Szenen oder auch darüber hinaus so sein, ja, mehr oder minder. Aber darum geht es hier nicht. Im Buddhismus geht es um eine echte positive Grundhaltung. Eine Grundhaltung, aus der heraus wir Bedingungen erzeugen, unter denen heilsame Gefühle und Emotionen entstehen können und sich entfalten können. Ich finde es spannend, dass es in der Psychologie jetzt eine Richtung gibt, die positive Emotionen und ganz ausdrücklich auch Dankbarkeit zum Schwerpunkt der Forschung macht. Damit wird nämlich auch für die Forschung heute deutlich und nachvollziehbar, was der Buddha vor 2500 Jahren direkt nach seiner Erleuchtungserfahrung gewusst und praktiziert hat. Und im Buddhismus spielt Dankbarkeit eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob das allen hier so bewusst ist, ich vermute aber, dass es nicht so ist. Mir war es lange nicht so bewusst. Aus einem ganz einfachen Grund, in der populären Buddhismusliteratur taucht das Wort Dankbarkeit eigentlich kaum auf. Der Begriff taucht auch nicht unbedingt ausdrücklich in einer der vielen traditionellen Listen, die es so gibt, auf. Ihr kennt das, die 3 Lakshanas, die 4 edlen Wahrheiten, 5 Vorsätze, 6 Paramitas und so weiter. Und da findet man alles Mögliche, aber Dankbarkeit steht da nicht. Ja? Und das ist eigentlich erstaunlich, denn wie erwähnt hat bereits der Buddha die Bedeutung von Dankbarkeit erkannt. Ich erzähle die Geschichte kurz. Der Legende zufolge ist Shakyamuni 7 bis 9 Wochen nach seiner Erleuchtung unter dem Bodhibaum geblieben oder bei dem Bodhibaum geblieben, unter dem er Erleuchtung erlangt hatte. Und jede dieser Wochen war geprägt von einer besonders wichtigen Erfahrung, von einem besonders wichtigen Erleben. Und in der 2. Woche stand der Buddha der Legende zufolge wenige Meter entfernt vom Bodhibaum, guckte ihn unverwandt 7 Tage lang an, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. Es ist nicht wesentlich, ob er wirklich nicht doch mal geblinzelt hat oder ob er mal die Augen zu hatte, ob er vielleicht doch mal geschlafen hat oder sich mal hingesetzt hat, mal weggegangen ist und so weiter und so fort, sondern wesentlich ist eigentlich die Frage, warum hat er das getan? Warum hat er 7 Tage unverwandt da gestanden und einen Baum angeguckt? Dem Buddha war vollkommen bewusst, dass der Baum Teil der Bedingungen war, die zu seiner Erleuchtung geführt hatten, zu seiner Befreiung. Ja. Der Baum, ganz pragmatisch gesehen, bot ihm Schutz vor der Sonne. Und wer je in Indien gewesen ist, weiß, dass das zu Zeiten ganz sinnvoll sein kann. Der Baum bot ihm aber auch Schutz vor Regen. Und wer je im Monsun gestanden hat, weiß, dass das auch ganz nützlich ist. Ja. Oder er war Stütze, wenn der Buddha müde wurde und so weiter und so fort. Der Buddha dachte aber nicht nur an den Baum, sondern auch an all die weitere Unterstützung, die er erfahren hatte. Er erinnerte sich an seine Lehrer, die ihm Wichtiges vermittelt hatten, vor allen Dingen für seinen spirituellen Weg. Er dachte an die Hilfe seiner Familie und an die Unterstützung seiner Freunde, wie zum Beispiel die 5 Asketen, die einen wichtigen Teil seines Weges mit ihm gegangen waren. Ihm fiel der Milchreis von Sujata ein, ohne den er vielleicht verhungert wäre. Und so weiter und so fort. Unendlich viele Bedingungen, die dazu geführt hatten, dass er Buddha werden konnte. Vollkommen erleuchteter, vollkommen erwachter. All diese Bedingungen reflektierte er. Denn er wusste, dass er ohne das nicht Buddha geworden wäre. Er machte sich das bewusst, empfand diese tiefe Dankbarkeit. An dieser Stelle soll der Legende zufolge übrigens später ein Stupa gebaut worden sein. Ich glaube, Amogamati hat den sogar mal gesehen. Der soll da, glaube ich, heute noch stehen. Und der ist bekannt geworden als Stupa der nicht zwinkernden Augen. Und wer je in Bodh Gaya war, der kennt ihn wahrscheinlich auch. Mein Lehrer Sangrakshita hat diese Geschichte 1999 in einem Vortrag erzählt. Und dieser Vortrag handelte über das Thema Dankbarkeit. Ich bin sehr dankbar für diesen Vortrag gewesen, weil er hat mir sozusagen die Struktur geliefert für heute. Die Inhalte kommen dann auch von Sangrakshita, von anderen, aber auch von mir natürlich, keine Frage. Ich erzähle das jetzt nicht nach. Und ich bin dankbar dafür, dass er dieses Thema erkannt hat, weil, man liest relativ wenig darüber in populären buddhistischen Büchern. Hier in Triratna spielt das Thema schon eine Rolle.
Was ich auch als sehr interessant finde, ist, Sangharakshita erklärt in diesem Vortrag, warum der Buddha diese Wertschätzung sozusagen brauchte, warum die von ihm erlebte Wertschätzung so wichtig war. Er sagt dazu, dass es nach der großen Einsicht, die Shakyamuni unter dem Bodhibaum hatte, noch etwas brauchte. Die hat nicht gereicht. Alleine hätte die nicht seine Erleuchtung bewirkt. Nach dieser Einsicht bedurfte es noch der einer in verschiedenen Stufen verlaufenden Transformation, damit letztendlich alle Aspekte, alle Teile des Menschen Shakyamuni transzendiert werden konnten. Anders ausgedrückt, nach der Einsicht mussten Körper, Rede und Geist noch umgewandelt werden, der Reihe nach sozusagen, damit der Buddha zu einem wirklich vollkommen erleuchteten Wesen werden konnte. Und die tief empfundene Wertschätzung mit allen Wesen, also Dankbarkeit, gehört dazu. Anders ausgedrückt, ohne Dankbarkeit keine Erleuchtung. Das muss man sich dabei bewusst machen. Ohne Dankbarkeit keine Erleuchtung. Und Erleuchtung ist vielleicht das höchste Ziel von uns auch. Ich habe schon erwähnt, dass in den Schriften, in den Listen, Dankbarkeit auf den ersten Blick nicht auftaucht. Wenn man aber genauer hinguckt, wenn man genauer liest, findet man doch etliche Stellen, die keine Zweifel an der Bedeutung von tief empfundener Wertschätzung lassen. So heißt es zum Beispiel im Mangala Sutta, der Lehrrede von den Segnungen oder den glücksverheißenden Zeichen: ein Herz voll Ehrfurcht und voll Demut, zufriedenes und dankbares Gemüt, zur rechten Zeit der Lehre lauschen, das wahrlich ist das höchste Heil. Eine weitere Lehrrede im Anguttara Nikaya macht die Bedeutung von Dankbarkeit ebenfalls eindeutig klar. Unter dem, wie ich finde, bezeichnenden Titel »Der Weg zum Himmel und der Weg zur Hölle« kann man lesen: mit vier Dingen behaftet verfällt man, wie man sich's erwirbt, der Hölle. Welche vier Dinge sind es? Schlechter Wandel in Werken, Worten und Gedanken sowie Undank und mangelnde Erkenntlichkeit. Mit diesen vier Dingen behaftet verfällt man, wie man sich's erwirbt, der Hölle. Mit vier Dingen behaftet gelangt man, wie man sich's erwirbt, zum Himmel. Welche sind diese vier? Guter Wandel in Werken, Worten und Gedanken sowie Dankbarkeit und Erkenntlichkeit. Mit diesen vier Dingen ausgerüstet gelangt man, wie man sich's erwirbt, zum Himmel. Ich glaube, das spricht für sich. Das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Also hier ist Dankbarkeit ausdrücklich erwähnt. Aber worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Dankbarkeit sprechen? Was ist das? Auf der Suche nach einer Definition habe ich in Wikipedia diese hier gefunden. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Ziemlich technisch. Der bereits erwähnte Forscher Robert Emmons drückt es so aus: Dankbarkeit ist das Gefühl des Staunens, des Dankbarseins und der Feier des Lebens, sagt ein Forscher. Ziemlich emotional. Beides macht ein Verständnis von Dankbarkeit allerdings vor allem als Gefühl, als Emotion deutlich. Im alten Indien war das ein bisschen anders. Auf Pali heißt Dankbarkeit Katanyuta. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Danke. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wissen oder Erkennen, was getan wurde. Es bezieht sich also auf das Wissen, dass wir etwas bekommen haben, was wir bekommen haben, dass es für uns nützlich war, wie gut es uns getan hat und so weiter und so fort. Also eher eine intellektuelle, eine verstehensmäßige Herangehensweise. Auf diese Bedeutung werde ich später nochmal zurückkommen. Und wenn wir über Dankbarkeit reden, dann stellt sich nicht nur die Frage, was es eigentlich ist, sondern auch die Frage, wem und wofür wir überhaupt dankbar sein können. Fangen wir mal mit der Frage nach dem Wem an. In einem Gespräch mit dem jungen Brahman Sigala, ein Sohn eines sehr reichen Landbesitzers, hat der Buddha sechs Personengruppen genannt, die potenzielle Adressaten unserer Wertschätzung sein könnten. Es beginnt mit unseren Eltern, unseren weltlichen Lehrern, unseren spirituellen Lehrern und unseren spirituellen Freunden als dritter Gruppe, Lebenspartner und Kinder, Freunde und Berufskollegen. Wer jetzt noch eine findet, möge die bitte ergänzen. Ich glaube, sind alle unsere möglichen Beziehungen sind da abgebildet, ne? Ich möchte mal drei ein bisschen genauer
anschauen. Wie ist das mit unseren Eltern? Ich glaube, die meisten kriegen jetzt einen Schock irgendwie, oder viele von uns, und sagen, oh Gott, unsere Eltern. Ja. Aber unsere Eltern haben immens viel für uns getan. Unsere Eltern, ohne unsere Eltern, wären wir buchstäblich nichts. Ja. Wir wären schlicht nicht hier. Sie haben uns nicht nur gezeugt und großgezogen, sie haben uns auch all das beigebracht, was wir für dieses Leben zunächst mal brauchten. Ja. Sie haben uns das Sprechen beigebracht, vielleicht das erste Wissen, das wir bekommen haben, und somit die Grundlage für all das gelegt, was wir heute sind und haben. Und dennoch fällt es trotzdem vielen von uns schwer, das anzuerkennen, was unsere Eltern für uns getan haben. Ich will jetzt gar nicht über die Gründe spekulieren, weil die mögen sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber Fakt ist, dass es bei vielen zwiespältige Gefühle gibt. Und das ist aus ihrer Sicht wahrscheinlich schon positiv formuliert. Aber was auch immer dieser Grund für die Spannungen ist, letztlich wird wahrscheinlich jeder von uns erkennen müssen und nicht daran vorbeikommen, dass seine Eltern ihm unglaublich viel gegeben haben. Haben wir uns je ausdrücklich dafür bedankt bei unseren Eltern? Ja. Haben wir ihnen je gesagt, was uns das bedeutet und was wir da empfinden? Es ist sehr wichtig, seine Dankbarkeit auch auszudrücken. Ja. Nur dankbar sein reicht alleine erstmal nicht aus, weil ich bin erst dann wirklich dankbar, wenn ich auch in der Lage bin, das auszudrücken. Ja. Man muss es sagen, man muss es anderen mitteilen. Das ist unverzichtbarer Bestandteil des Prozesses, in dem sich echte Dankbarkeit entwickelt und in dem sich auch so die positiven Folgen von Dankbarkeit entfalten können. Ich zum Beispiel hatte in meiner Kindheit ein sehr liebevolles und großzügiges Zuhause. Ja. Habe ich auch heute noch. Meinen Geschwistern und mir ist es sehr gut gegangen. Ja. Das haben wir auch genauso empfunden und uns in der Regel mit den üblichen Ausnahmen, die man so im Verlauf der Adoleszenz und Jugendzeit so hat, sehr wohl gefühlt. Vor allem haben mir meine Eltern immer vermittelt, dass ich so, wie ich bin, völlig in Ordnung bin. Ja. Das war sozusagen das größte Geschenk, was sie mir geben konnten, weil sie haben mir ein sehr gesundes Selbstvertrauen eingepflanzt und mich damit lebenstüchtig gemacht. Aber so richtig erkannt, was meine Eltern für mich geleistet haben, habe ich erst viel später. Nämlich als ich selber Vater geworden bin. Ne? Und in dieser neuen Rolle ganz anders als bisher gefordert wurde. Und dann wurde mir so im Laufe der Jahre ganz langsam nach und nach klar, was meine Eltern für mich getan hatten. Das war also ein schleichender Prozess und nicht ein plötzlicher Erkenntnisblitz. Ne? Aber trotzdem hat mich dieses Wissen irgendwann erreicht, gepackt und berührt. Ja? Und ich merkte, dass sich meine Einstellung zu meinen Eltern deutlich verändert hatte. Ja, war ganz anders als vorher. Und ja, hin und wieder habe ich ihnen das auch gesagt, wie dankbar ich ihnen bin. Ja, ich weiß nicht, ob ich deutlich genug war, das weißt du besser als ich. Meine Mutter sitzt nämlich hier. Aber ja, ich hab's gesagt und das hatte einen Effekt, zumindest auf mich. Weil indem ich es gesagt habe, ist es mir auch nochmal ganz anders bewusst geworden. Ich hoffe allerdings, dass es auch einen Effekt auf meine Eltern hatte. Ja. Gucken wir nochmal auf die problematischen Eltern-Kind-Beziehungen, die bei uns wirklich sehr häufig sind. Sangrakshita hat in dem bereits erwähnten Vortrag betont, dass ein gestörtes Verhältnis zu den eigenen Eltern ein sehr ernsthaftes Problem ist. Er sagt, dass eine solche Störung, zumindest indirekt, das ganze eigene emotionale Leben beeinträchtigt und damit auch unseren eigenen spirituellen Fortschritt blockiert. Ja. Deshalb habe er immer wieder Menschen ermutigt, offen auf seine oder ihre Eltern, auf ihre Eltern zuzugehen und ihnen gegenüber positive Gefühle zu entwickeln. Ich habe erst vor kurzem ein wirklich berührendes Beispiel dafür erlebt, was passieren kann oder was entstehen kann, wenn es jemandem gelingt, die Barrieren zwischen den Eltern und sich selbst zu durchbrechen. Ein Freund um die 50, der in seiner Jugend von seinem Vater verachtet, missachtet und misshandelt wurde und deshalb seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm unterhielt, erfuhr, dass sein Vater im Sterben lag. Und nachdem er jahrelang versucht hatte, die Folgen seiner schrecklichen Jugenderfahrungen zu verarbeiten, kam in diesem Moment oder von diesem Moment an all das so bitter Erlebte wieder in ihm hoch. Und er rang offensichtlich mit seinen widerstreitenden Gefühlen und Emotionen. Er war aber auch reif genug, um zu wissen, dass jetzt die letzte Gelegenheit gekommen war, zu verzeihen und sich auszusöhnen. Das heißt ja nicht zu vergessen,
sondern zu verzeihen. Ja. Und er ist tatsächlich über seinen Schatten gesprungen. Und Schatten können wir an dieser Stelle wirklich wörtlich nehmen. Er ist über seinen Schatten gesprungen, ist auf seinen Vater zugegangen und hat die letzten Tage im Leben dieses Mannes mit ihm verbracht. Und ich weiß nicht, was genau diese großzügige Geste bei dem sterbenden Mann bewirkt hat. Aber zusammen mit anderen Freunden habe ich erlebt, wie erleichtert und befreit der Sohn wirkte. Und der hat ganz ausdrücklich auch die Dankbarkeit beschrieben, die er in diesem Prozess des Abschiednehmens und sich Aussöhnens bei sich und anderen Familienmitgliedern erlebt hat. In den traditionellen Familienbeziehungen Asiens waren solche gravierenden Probleme zwischen Eltern und Kindern eher die Ausnahme. Dort hatte und hat das Ehren von und Wertschätzen von Eltern, Ahnen, Vorfahren eine sehr hohe Bedeutung. Das nimmt heute auch ein bisschen ab, aber es ist halt eine sehr traditionelle Gesellschaft. Das findet seinen Ausdruck auch in einer Empfehlung für eine der Meditationen, die wir hier unterrichten, Metta Bhavana. Die meisten von uns kennen das hier. Darin versucht man, Bedingungen zu erzeugen, oder die Bedingungen zu erzeugen, unter denen Freundlichkeit, liebevolle Güte entstehen kann. Ja. Also auch für, und zwar für alle Wesen. Also auch für die Wesen, die man schwierig findet. Dabei bekommt man in Asien den Rat, sich bewusst zu machen, dass irgendwann im Daseinskreislauf alle heute lebenden Wesen irgendwann mal mein Vater oder meine Mutter gewesen sind. Das heißt also, dass uns alle heute existierenden Wesen, egal wie schwierig oder blöd oder dumm ich die finde, uns irgendwann mal sehr, sehr, sehr viel gegeben haben. Und wenn man sich das wirklich bewusst macht, also nicht nur oberflächlich darüber nachdenkt, sondern dieses Wissen wirklich in sich einsinken und wirken lässt, dann verändert sich die Einstellung zu diesen Personen, ob man will oder nicht. Ja? Weil wir glauben zwar, dass wir viele steuern, aber eigentlich steuern uns die Emotionen. Wenn wir sowas tun, stellen wir aber Bedingungen bereit, wo wir so ein bisschen Einfluss darauf haben, was passiert. Aber letztendlich macht die Emotion ihre Arbeit selbst. Und dann entsteht etwas. Und wer weiß, vielleicht ist sogar Dankbarkeit den schwierigen Personen gegenüber. Ausgeschlossen ist das nicht. Okay, war eine etwas längere Rede zu den Eltern. Kommen wir zu den Lehrern. Wie sieht's denn mit denen aus? Ich vermute, dass bei vielen jetzt ungefähr ein ähnlicher Vorgang abläuft wie bei der Erwähnung von Eltern. Ich sehe es an manchen grinsenden Gesichtern hier. Also diese Gruppe stellt vielleicht eher auch ein Feind als ein Vorbild für uns dar. Aber tatsächlich machen die einen wirklich wichtigen Job, die Lehrer. Vielleicht sitzen ja auch welche hier. Ich bin jetzt auch sehr vorsichtig in meiner Fortbildung. Diese Menschen vermitteln Heranwachsenden einen großen Teil und einen sehr wichtigen Teil des Wissens, den sie brauchen, um in der Welt zurechtzukommen. Letztlich, wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, dass der überwiegende Teil des Wissens, den wir haben, unserer Fähigkeiten, unserer gedanklichen Skills und so weiter, dass die gar nicht von uns stammen. Wir sind immer so stolz darauf, was wir alles wissen. Ja? Aber wir haben es eigentlich nur behalten, weil wir haben es erstmal bekommen. Andere haben uns das gegeben und Lehrer spielen in diesem Prozess eine ganz wesentliche Rolle. Was wären wir also ohne sie? Ja. Sangharakshita sagt, dass uns diese Leute unser kulturelles Erbe vermittelt haben oder noch vermitteln. Und das hat eine echte Bedeutung. Zu dieser Gruppe gehören aber nicht nur die Schulpädagogen, sondern auch andere. Sporttrainer, Musiklehrer und alle die, die uns irgendetwas beigebracht haben. Und für mich ist das Thema Schule wirklich auch ein sehr wechselhaftes Kapitel meines Lebens gewesen. Ich bin zwar oft gerne dahin gegangen, aber mehr so, ich habe Schule mehr so als Begegnungsstätte, denn als Bildungsstätte erlebt. Ich bin dahin gegangen, weil meine Freunde da waren und ich mit denen tolle Sachen machen konnte. Die hatten aber nicht so viel mit der Schule zu tun. Viele der wichtigen Dinge für mich habe ich außerhalb von Schule erlebt. Zum Beispiel von einem Klavierlehrer, der sehr streng war, der manche unangenehme Eigenschaften hatte, aber er hat mir beigebracht, Musik nicht nur zu mögen oder zu lieben, sondern wie man sie verstehen kann. Und dafür bin ich ihm heute noch zutiefst dankbar. Ja. Dann hatte ich einen Fechtlehrer, der mich gequält hat, der mich andauernd Bahnen rauf und runter hat laufen lassen. Aber der hat mir eine andere wesentliche Eigenschaft beigebracht, nämlich, dass es auch in schwierigen Momenten eigentlich immer einen Weg gibt, wenn man danach sucht und nicht aufgibt. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Sangharakshita listet an dieser Stelle auch die großen Schriftsteller, Musiker, Maler, Komponisten auf,
weil sie uns durch ihre Werke, sofern wir sie denn kennen und auch schätzen, etwas gelehrt haben, weil sie unsere Perspektive bereichert haben, unser Leben bereichert haben. Und wahrscheinlich sind wir alle von ihnen viel mehr beeinflusst worden, als uns bewusst ist. So gesehen ist zum Beispiel der Schriftsteller Hermann Hesse für mich einer der wichtigsten Lehrer in meinem Leben gewesen. Ich habe seinen Roman Narziss und Goldmund mit 14 gelesen und war wie vom Blitz getroffen. Ja. Dieser Mann hatte mich erkannt und beschrieben. Und weil er mich so genau kannte und so gut beschrieben hat, habe ich ihm grenzenlos vertraut. Ja. Und dadurch wurde dieses Buch für mich zu einer Tür, die sozusagen den Weg frei, oder ist dadurch auch zum Teil des Weges geworden, den ich bis heute gegangen bin. Ja. Und dafür wiederum bin ich Hermann Hesse immer noch zutiefst dankbar. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe Hermann Hesse. Ich bin ihm dankbar. Ja. Lohnt sich darüber nachzudenken, wer sind oder waren deine weltlichen Lehrer? Ja. Einfach mal so eine stille Minute zu nehmen und darüber nachdenken, lohnt sich. Kommen wir zur dritten Kategorie. Das sind die spirituellen Lehrer und Freunde. Und diesen Menschen verdanken wir etwas ganz Besonderes. Das Geschenk des Dharma, die Lehre des Buddha. Ja. Eine Versanthologie namens Dhammapada, die wahrscheinlich auch vielen hier bekannt ist, so knapp 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden, sagt, dass der Dharma das höchste Geschenk ist, also die Lehre des Buddha, das höchste Geschenk ist, das es gibt. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, stellt man fest, dass selbst das eigene Leben weniger wertvoll ist als die Lehre des Buddha. Kann man sich natürlich fragen, spinnen die? Aber für Buddhisten ist die Lehre des Buddha das Wichtigste, was es gibt. Denn was wäre das eigene Leben ohne die wertvolle Lehre, mit der wir zur Erleuchtung kommen? Wir sind nicht Buddha, wir brauchen Anleitung. Und die Menschen, die uns diese Lehre vermitteln, sind unsere spirituellen Freunde. Der Fachbegriff lautet Kalyana Mitras. Mitra bedeutet Freund. Und das Wort steht im Zusammenhang mit dem Sanskrit-Begriff Maitri. Maitri wird in Pali übersetzt mit Metta. Und das wird meistens übersetzt mit Freundlichkeit oder liebevolle Güte. Metta Bhavana. Ne? Da ist es bekannt. Tatsächlich steht Metta für eine starke, für eine aktive, nicht selbstbezogene Liebe. Kalyana hat zwei Bedeutungen. Einmal schön, wenn man es im ästhetischen Sinne versteht, und einmal wertvoll, wenn man es im moralischen Sinne versteht. Und zusammengesetzt ist es eben halt der wertvolle Freund. Ne? Und unsere spirituellen Lehrer und unsere spirituellen Freunde sind unsere wertvollen Freunde. Das sind all die Menschen, die mehr spirituelle Erfahrung haben als wir. Das beginnt ganz offensichtlich mit dem Buddha, der Erleuchtung erfahren hat und seine im weltlichen Bereich bis dahin einzigartige Erfahrung und sein Wissen so großzügig weitergegeben hat. Es geht weiter mit den Erleuchteten der Vergangenheit, aller Zeiten sozusagen, aller Länder. Ja, für uns hier ist es Sangharakshita und sind es die Lehrer von Sangharakshita. Und wir haben ein wunderschönes Symbol dafür, nämlich den sogenannten Zufluchtsbaum, auf dem alle diese Personenwesen abgebildet sind. Ich selber finde es immer sehr, ja, ich mag das Wort nicht so, aber es ist für mich anregend, inspirierend, dieses Bild anzuschauen, diesen Zufluchtsbaum zu sehen und zu sehen, Mensch, wie viel Güte, wie viel Mitgefühl in dieser Welt ist, wie viel Wissen auch. Ja. Und das sind neben Sangharakshita für mich aber auch meine Präzeptoren zum Beispiel, die mich ordiniert haben. Meine Kalyana Mitras, einer sitzt da, Dayanidhi, ein ganz besonderer Freund. Ja. Ihnen habe ich sehr viel zu verdanken. Wem haben wir was zu verdanken? Es lohnt sich darüber nachzudenken, auch in der spirituellen Hinsicht. Wer hat uns Meditation beigebracht? Mit wem haben wir Texte studiert? Ja. Mit wem sind wir, und dann gibt es noch die Leute, mit denen wir zusammen auf dem Weg sind, die ähnlich weit entwickelt sind wie ich selber. Ja. So eine horizontale spirituelle Freundschaft. Die finden wir hier zum Beispiel in Kursen, in Mitra-Studiengruppen, zu anderen Gelegenheiten. Und ich würde hier auch in diese Kategorie noch die Leute reinpacken, Lehrer, die meine spirituelle Entwicklung gefördert haben, aber aus anderen Religionen stammen, ja, die mit Buddhismus vielleicht gar nichts zu tun haben. Für mich ist zum Beispiel ein Pfarrer im Alter von 14 bis 18 Jahren unglaublich wichtig gewesen. Also auch diesem Mann bin ich zutiefst dankbar. Wahrscheinlich habt ihr jetzt so für euch auch schon ein paar Ideen oder sind vielleicht sogar Gedanken durchgezogen, Bilder von Menschen, die euch was gegeben haben, Menschen, zu denen ihr eine besondere Beziehung habt, zu denen ihr eine besondere Verbindung spürt,
Vielleicht auch nicht so. Aber es gibt nicht nur Menschen, denen wir dankbar sein können. Es gibt auch Dinge. Und man kann ganz generell fragen, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Es gibt Leute, wie geht's denn eigentlich? Ja, geht's so. Geht's dir schlecht? Nee, mir geht's nicht schlecht. Fehlt dir irgendwas? Nee, mir fehlt nichts. Ja, was brauchst du denn? Ja, ich brauche eigentlich gar nichts. Aber trotzdem sind sie mies drauf. Sind nicht glücklich, sind nicht zufrieden. So, komisch. Haben eigentlich alles, aber irgendwie reicht's nicht. Vielleicht ist es ganz gut, einfach mal genauer hinzugucken. Was ist denn schon da? Was habe ich denn schon? Was ist das wert? Was gibt mir das? Wir zum Beispiel sitzen heute Abend einigermaßen aufrecht hier. Keiner von uns braucht eine Stütze. Wir haben also einen relativ gesunden Körper, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zwickt und zwackt. Ja. Ich glaube, keiner hat bisher ein Verständnisproblem mit dem, was ich gesagt habe. Wenn, liegt es an mir, nicht an euch. Das heißt, wir haben alle einen relativ gesunden Geist. Ja. Wir hatten Zeit, hier hinzukommen. Das heißt, niemand muss jetzt noch arbeiten, um seine materiellen Bedürfnisse sicherzustellen. Also das sind schon relativ gute Bedingungen. Man kann sagen, es ist doch nichts Besonderes. Nö, aber es ist so, wie es ist. Ne? Das ist auch was wert. Ja. Wir haben gutes Wetter im Übrigen, schönes Licht, Sonne, was für viele ja auch schon immer toll ist. Wir leben in einer Umgebung, wo wir auch im späteren Verlauf des Abends problemfrei aus dem Haus gehen können, zurück zum Auto, zurück zur Bahn, zum Bus, ja, weil der Staat für eine relative Sicherheit sorgt hier, für eine gute Sicherheit, müssen wir uns auch nicht so groß drum kümmern, bis auf Kleinigkeiten. Wir dürfen unseren besonderen Interessen nachgehen, ja. Wer buddhistisch interessiert ist, der kann hier problemfrei praktizieren, kommt keiner und sagt, das ist verboten. Wir haben die Religionsfreiheit, wir haben die Meinungsfreiheit, wir können auch sagen, was uns stört. Wir haben ein relativ gutes Bildungssystem, relativ hohen Wohlstand, auch wenn es einigen von uns nicht so gut geht. Aber ich war vor kurzem noch in Vietnam, da war es gar nicht, da sah es schon viel anders aus. Und da sah es immer noch viel besser aus als in Indien, wo ich vor nicht allzu langer Zeit auch mal war. Und also es gibt wirklich Gegenden auf der Welt, wo es ganz anders aussieht als hier. Es gibt schon eine ganze Menge, was wir haben. Für mich ist es zum Beispiel hier dieses Zentrum. Ich bin den Menschen, die dazu beigetragen haben, dass es dieses Zentrum gibt, total dankbar. In erster Linie, oder als Erste sozusagen in einer langen Linie von Leuten, die dazu beigetragen haben, Dhammaloka und Dhammapriya, die irgendwann in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, aus England gekommen sind, um hier dieses Zentrum aufzubauen, mit unglaublicher Kraft und Energie. Und diese Kraft und Energie und Freude auch anderen vermittelt haben, die einen weitergemacht haben. Ich könnte jetzt ganz viele Namen nennen. Einer ist hier vielleicht vielen noch bekannt, Bodhimitra, der unwahrscheinliche Bauarbeiten hier gemacht hat, mit ganz vielen Freunden zusammen. Ja. Oder Leute wie Dhammadeva oder wie Dayanidhi, die seit Jahren eben halt hier Dinge anbieten, die dazu beitragen, dass Menschen gerne kommen, dass dieses Zentrum weiter existieren kann. Das ist toll. Das ist einfach wunderbar, sowas zu haben. Das heißt, im Leben von uns allen gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, wofür wir dankbar sein können. Ja. Und wenn du nichts anderes findest, dann guck doch morgens mal auf deinen Teller. Da liegt irgendwas. Vielleicht ein Brot. Oder ein Brötchen sogar. Sonntags vielleicht ein Brötchen. Ja. Und klar, ist ein Brötchen. Nichts Besonderes. Aber wenn ich mir so überlege, was in so einem Brötchen alles steckt, dann finde ich das schon erstaunlich. Da macht man sich nämlich normalerweise gar keine Gedanken drum. Ich gehe irgendwo hin, lege Geld auf den Tisch und kriege ein warmes Brötchen. Ja, so, okay, ist ein Tauschgeschäft, kann man sagen. Aber irgendjemand muss dieses Brötchen ja schon mal gebacken haben. Ja, irgendwo muss das Zeug, aus dem es entstanden ist, gewachsen, verarbeitet worden sein. Irgendwie muss es in den Laden gekommen sein, an dem ich es gerade kaufe. Das heißt, irgendjemand hat Straßen gebaut, mit denen man da hinkommt. Die Wege gepflastert, damit man darüber gehen kann. Da sind Autos hingefahren, die mussten auch erstmal konstruiert und gebaut werden, damit sie überhaupt funktionieren und so weiter und so fort. Und wenn ich das wirklich mal angucke, und ich meine das überhaupt nicht lächerlich, ich meine das wirklich ganz ernst, dann stelle ich fest, dass ein einfaches Brötchen sozusagen die ganze Welt enthält. Und wie unglaublich viele Menschenhände da mitgewirkt haben, um dieses Brötchen fertig zu machen, das ich mir meistens recht gedankenlos, weil ich eine Zeitung daneben liegen habe, zu Gemüte führe. Und wenn ich wirklich nur auf dieses Brötchen achte, was ich sehr selten tue, meistens dann, wenn ich im Retreat bin, dann bin ich da viel genauer, aufmerksamer, offener, dann und da mir diese Gedanken kommen, dann schmeckt mir dieses Brötchen definitiv anders. Ja. Dann fällt mir ein, dass das nicht nur mit dem Brötchen so ist, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Dingen in meinem Leben. Und das zeigt mir, dass ich in einem
Also dass alles quasi mit allem verbunden ist. Dass das nicht nur so ein esoterischer Spruch ist, sondern dass das ganz konkrete Realität ist. Und das ist ein gutes Gefühl. Ne? Weil es ein Netzwerk von Beziehungen ist, die untereinander dafür sorgen, dass ich gut getragen bin. Ja? Auf dem ich sozusagen sicher laufen kann, sicher sein kann. Obwohl wir also in vergleichsweise privilegierten Verhältnissen leben, vergessen wir die Tugend der Dankbarkeit im Alltagsleben doch recht schnell. Und das hat damit unter anderem auch sicher zu tun, dass unser Bewusstsein zur Anpassung neigt. Das schicke neue Auto, die tolle neue Wohnung, die super schönen Klamotten, die ich kürzlich gekauft habe, sind nach kurzer Zeit langweilig. Ich brauche Neues. Ich möchte ein neues Auto haben, ein schnelleres, ein schöneres vielleicht oder neuere Sachen, weil die Mode sich verändert hat. Man gewöhnt sich einfach so schnell an das Gute, dass bei Gedanken daran keine Glücksgefühle mehr strömen. Und wenn keine Glücksgefühle mehr strömen, sorge ich eben halt auf mal den mir bekannten Wegen dafür, dass sie wieder strömen. Aber ist das wirklich notwendig? Muss ich das so tun oder geht's auch anders? Die zentrale Frage ist, womit beschäftigt sich unser Geist, wenn wir diese Dinge anschauen? Worauf richtet sich unsere Aufmerksamkeit? Was nehmen wir vorrangig wahr? Mir ist vor einiger Zeit etwas passiert, das sozusagen ein Paradebeispiel für die Mechanismen ist, die in unserem Geist ablaufen, in unserem Bewusstsein. Ich habe das schon mal in einem anderen Kontext erzählt, erwähne es aber wegen seiner Beispielhaftigkeit auch jetzt hier nochmal. War so eines schönen Morgens an einem Feiertag, Montag auch wieder ist, als ich aufstand und feststellte, dass die Pumpe einer Spülung bei uns nicht funktionierte. Und ich ging dann in den Frühstücksraum und erzählte Amogamati, die da drüben sitzt, in vorwurfsvollem Ton, dass diese blöde Pumpe nicht läuft. Ja. Sie ist nämlich bei uns für die Reparaturen zuständig und ich bin es gewohnt, dass sie normalerweise Dinge, die nicht funktionieren, ganz schnell repariert. Hat sie es aber nicht. Dann guckte ich auf den Tisch und stellte fest, dass meine gewohnten Frühstücksbrötchen fehlten. Ja. Sonntags und am Feiertag möchte ich Brötchen haben. Unser Sohn holt die normalerweise, diesmal nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass meine Stimmung noch ein bisschen in den Keller ging. Jetzt kann man sich sagen, naja, ist doch normal, die Pumpe ist kaputt, die Brötchen sind nicht da. Da kann man sauer werden. Ja, kann man. Aber muss man das auch? Ist das wirklich wichtig? Ich hätte zum Beispiel in dem Moment, als ich den Ausfall der Pumpe feststellte, auch erkennen können, dass sie bis dahin problemfrei funktioniert hatte. Ich hätte auch bemerken können, wie zuverlässig sich meine Frau um solche Dinge kümmert. Mir hätte darüber hinaus auch auffallen können, ich bin kein Techniker, aber es hätte selbst mir auffallen können, dass die übrige Wasserzufuhr im Haus nicht von dem Problem betroffen war. Es gab also Alternativen. Das alles habe ich in dem Moment nicht erkannt. Ich habe nur das Problem gesehen. Mein Geist war sehr fokussiert, und zwar genau auf das Problem. Und die Sache hat noch einen zweiten Aspekt. Warum war ich eigentlich sauer darüber, dass meine Frau nicht zuerst die Pumpe repariert hat, bevor sie sich an Frühstückstisch gesetzt hat? Kennt ihr das? Oder? Ja. Also wir haben im gewissen Sinne eine Aufgabenteilung zu Hause. So, ich mache so die Ästhetik, sie macht die Technik. Aber ist es wirklich mein Recht, dass sie zum Beispiel technische Störungen so schnell zu beseitigen hat, dass ich niemals davon beeinträchtigt werde? Und das natürlich auch am Feiertag vor dem Frühstück, wo jeder Handwerker sofort springen würde, wenn ich ihn anrufe. Klar. In diesem Moment ist mir einfach nur aufgefallen, dass ich betroffen war. Ich war von der Störung betroffen. Dass sie genauso betroffen war, meine Kinder genauso betroffen waren, das ist mir nicht eingefallen. Ich war betroffen. Ähnliches gilt für die Sache mit dem Brötchen. Ich habe sofort gesehen, was fehlt. Einwandfrei, ganz eindeutig. Ich habe nicht gesehen, was da war. Ja? Jede Menge Brot, ich glaube, es war sogar Bio-Brot, haben wir nämlich meistens, so leckerer Saft, Kaffee und so weiter und so fort, gute Aufstriche, alles da. Ich habe die Lücke gesehen, ich habe einfach nur die Lücke gesehen. Und das war für mich so natürlich und das war so wichtig, dass es fehlte, dass meine Stimmung in diesem Moment sowas von den Keller gezogen hat, dass sie quasi unrettbar kaputt war. Und das schon am frühen Morgen. Also meine Aufmerksamkeit galt in beiden Fällen nur mir selbst, nicht der Welt. Deshalb habe ich eben halt vor allem die Probleme, die Schwierigkeiten, den Mangel wahrgenommen. Damit habe ich aber auch nur einen Teil der Wirklichkeit erlebt. Die ganze Wirklichkeit sieht nämlich ganz anders aus. Und so geht es vielen von uns, immer wieder, andauernd. Und wenn wir mal ein bisschen hingucken, stellen wir fest,
So funktioniert unser Geist. Ich glaube, jetzt sind schon einige Gründe für Undankbarkeit sichtbar geworden. Ich zähle mal noch so ein paar auf. Oder ich liste sie einfach nochmal. Wir sind nicht zufrieden, weil wir nicht wahrnehmen, was wir haben. Das ist fehlgerichtete Aufmerksamkeit. Ne? Ich kann nicht dankbar sein, wenn ich nicht wahrnehme, was mir gegeben wird. Also ich muss schon irgendwie mitkriegen, damit ich eben halt auch was davon habe. Ne? Wenn meine Gedanken ständig um meine Sorgen, um das, was ich noch nicht habe, kreisen, um meine Bedürfnisse, dann ist der Blick eben halt nicht auf dem, was vor mir steht, sondern er ist woanders, ganz einfach. Wir laufen oft mit so einem Tunnelblick durch die Welt. Ja, wir haben uns angewöhnt, eben halt nach vorne zu denken, sozusagen. So nennen wir das, umschreiben wir das euphemistisch. Wir nennen es nach vorne denken, tatsächlich kriegen wir die Wirklichkeit nicht mit. Ja. Also fehlgerichtete Achtsamkeit. Mangel an Reflexion ist ein zweiter Grund, warum wir nicht mitkriegen, was wir haben. Viele von uns führen ein sehr beschäftigtes Leben. Ja. Ständig werden unsere Sinne und Fähigkeiten aufs Neue gefordert. Wir kommen gar nicht mehr dazu, darüber nachzudenken, was war eigentlich vor einer Stunde, weil wir permanent reagieren müssen. Ja. Das heißt, es ist wichtig, da eine Pause reinzubringen und einfach mal sich hinzusetzen und sagen, jetzt passiert mir ja nichts. Und ich denke einfach nur darüber nach und sage, lass es sacken, ja, und reflektiere, was war denn da? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Dankbarkeit muss man auch ausdrücken, damit es wirklich Dankbarkeit wird. Ja. Wenn ich Dankbarkeit nicht ausdrücke, kann ich sie auch nicht wirklich vollumfänglich erleben. Wir drücken Dankbarkeit aber nicht so oft aus. Vor allen Dingen in Partnerschaften, in Beziehungen oder Menschen, mit denen wir eng zusammenleben, gehen wir davon aus, die wissen ja schon, dass ich dankbar bin. Das habe ich doch schon vor 3 Jahren gesagt. Muss ich das jetzt ständig wiederholen irgendwie? So, fragt euch selber, ob euch das reichen würde. So, in der Regel kommen wir da nicht mit hin. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen schon wissen, dass wir dankbar sind, sondern wir müssen ihnen das zeigen, wir müssen ihnen das sagen. Ja. Manchmal zögern wir auch zu sagen, hey, danke, vielen Dank. Ja. So, vielleicht ist es uns peinlich, vielleicht sind wir nicht ganz so dankbar, wie wir hätten sein können oder so. Es gibt unterschiedliche Gründe. Aber dieses Zögern führt dann dazu, dass wir es teilweise gar nicht mehr machen, weil die Person ist schon weg, die Gelegenheit ist vorbei. Es hat sich was anderes ereignet. So, zögern. Also wir sollten, wenn wir dankbar sind, nicht zögern, das auch zu sagen, danke zu sagen. Ja. Das Zweitbeste ist es, hinterher nochmal anzurufen, wenn man sich daran erinnert, dass man in einem bestimmten Moment dankbar war und zu sagen, hey, du warst schon weg, als ich mich bedanken wollte. Ich mach's jetzt nochmal. Ja. Manchmal sind wir auch einfach nur faul. Wir haben einfach keine Lust zu sagen, dass wir etwas wertschätzen, dass wir uns über etwas freuen. Das ist ein ganz komisches Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das manchmal. Ja, so, es ist nur eine kleine Mühe, etwas zu sagen, etwas zu formulieren. Aber allein schon dieser Gedanke, ich müsste jetzt was sagen, ist zu viel. So, und in dem Moment überlegen wir nicht, dass die anderen viel mehr Mühe wahrscheinlich aufgewandt haben, um uns etwas Gutes zu tun. Wir sehen nur, boah, kein Bock, ist Stress und machen es nicht. Faulheit. Oder, ich habe es gerade auch gesagt, das Gefühl von, steht mir doch zu. Ne? So ist doch völlig in Ordnung, wenn in meiner Familie permanent der Frühstückstisch für mich gedeckt wird. Ja. Oder wenn permanent geputzt wird, Wäsche gemacht wird und so weiter und so fort, Kühlschrank voll ist. Ja, ich gehe doch schließlich arbeiten. Ja? Was muss ich denn jetzt noch tun? So. Hm? Andere haben das mehr so im Bereich von finanziellen Gegengeschäften. Ja, ich kaufe etwas und in dem Moment, wo ich etwas bezahle, meine ich, habe alles Recht der Welt erworben, zu sagen, das ist blöd, das ist gut. Nur so. Und auch wenn es gut ist, auch zu denken, auch gar nicht zu tun. Einfach so, ja, ist in Ordnung. So, hm? Nicht sagen, hey, das ist echt ein tolles Produkt, ja. Haben die Leute sich sehr viel Mühe gegeben, die das hergestellt haben oder die es zu mir gebracht haben. Kennt ihr das zum Beispiel, wenn wir eine Pizza bestellen? Hat jemand von euch schon mal angerufen, weil die Pizza kalt war oder nicht gekommen ist? Ne? Ich würde es auch nicht zugeben. Ich habe es aber schon mal getan, ehrlich. Ich habe das schon mal angerufen, ja. Aber ich habe echt noch nie einen Laden angerufen und habe gesagt, hey, danke für die tolle Pizza, die war richtig lecker. Ja. Und ich habe es nur einmal gemacht, als ich hinterher, das ist mir eingefallen, als ich beim nächsten Mal bestellt habe, ich gesagt, hey, danke für die Pizza beim letzten Mal, die war richtig lecker, kann ich jetzt noch mal so eine haben? Ja. Also das sind so Haltungen, das steht mir zu. Ja. Oder auch, das ist doch ihre Pflicht. Ja, so Polizei zum Beispiel, die einem hilft, oder Krankenschwestern oder so. Wieso? Die werden doch dafür bezahlt, ist doch ihr Job. Hätten sie doch nicht machen müssen, aber ist doch ihre Pflicht. Nein, es ist, ja klar, auf eine gewisse Weise ihre Pflicht, aber sie machen es, weil sie es gerne tun. Und sie tun mir in diesem Moment, wo sie mir etwas Gutes tun, ganz persönlich etwas Gutes. Ja, das ist was anderes als Pflicht. Und das kann ich auch wertschätzen und wahrnehmen.
eine weniger einfache Sache ist Groll. Wir haben oft Groll gegen Menschen. Im einen Moment tun sie uns was Gutes und im nächsten wünschen wir sie zum Teufel. So. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ne, so mit Kindern zum Beispiel kann das, wenn man die im eigenen Haushalt hat, kann das mal schnell passieren. So mit, ich kenne das so in der Reaktion auf meine Kinder, vor allen Dingen auf die Älteren. Die Kleinen, die haben da noch nicht so ein Bewusstsein für, aber die etwas Älteren können manchmal schon eine gewisse Penetranz an den Tag legen, so würde ich das mal nennen. Und wenn sie gerade noch, weil sie nicht aufgeräumt haben, haben sie im nächsten Moment ganz sicher dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Ja, und anstelle von dankbar zu sein für das, was sie vorher getan haben, sage ich dann, kannst du nicht endlich mal die Klappe halten? Kannst du nicht endlich mal aufräumen? Ja, immer sieht es so aus, wie es jetzt aussieht. Immer, dieses immer. Das kennt ihr vielleicht auch. Dabei sollten wir eigentlich trennen können zwischen den Dingen, ja. Aber in dem Moment, als die Person uns was gegeben hat, haben wir keinen Groll gegen sie empfunden, sondern wir haben etwas bekommen. Ja. Und warum geben wir hinter dem Groll den Vorrang vor dem Dank? Interessante Frage. Und wir sollten die Chance noch nutzen können. Vielleicht fallen uns dann auch noch weitere Ursachen für Undankbarkeit ein. Vielleicht hat jeder so seine eigenen Muster. Aber was vielleicht nochmal interessant ist, sich bewusst zu machen, dass hinter Undankbarkeit oft eine innere Blockade steckt. Und diese Blockade blockiert in erster Linie mich selber. Ja? Sie verhindert, dass es mir gut geht. Sie macht das Leben für mich etwas unangenehmer und sie verhindert meinen zum Beispiel spirituellen Fortschritt. Arroganz, Bequemlichkeit, Nachlässigkeit, Selbstbezogenheit, all das, darunter lässt sich das so, was ich gerade aufgezeigt habe, subsumieren, all das sind innere Blockaden. Die behindern in erster Linie mich. Und wir oder ich bin oft vorrangig genau mit diesen Hindernissen beschäftigt. In der Meditation nennen wir das Hindernisse. Und da gibt es gute Mittel, um damit zu arbeiten. Vielleicht fallen euch einige ein. Das können wir auch ins Leben übernehmen. Fakt ist auch, dass wir in vielen Fällen Gaben einfach nicht erkennen. Wir erkennen nicht, dass uns jemand etwas gegeben hat. Das geht ja aus dem, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen hervor. Und wir meinen, wir hätten alles selber gemacht. Wir halten uns für allmächtig. In gewisser Hinsicht. Erinnert ihr euch noch an Hannibal? Ja, zweiter punischer Krieg, 218 vor unserer Zeitrechnung, habe extra nochmal nachgeguckt. Ja. Hannibal zog über die Alpen. Stand in jedem Geschichtsbuch zu meiner Zeit. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit noch entdeckt. Ja. Hannibal zog über die Alpen. Er ist ziemlich weit hinten in dem Kapitel, wird relativ beiläufig erwähnt, dass er nicht ganz alleine war. Ja, so. Es sollen 50.000 Soldaten dabei gewesen sein, 9.000 Reiter, 37 Kriegselefanten und. Also so paar 50.000 andere Wesen. Ja? Hannibal zog über die Alpen. Ne? Das mit der Kolonne dahinter sieht doch schon ganz anders aus, oder? Aber wir berichten ganz oft in ähnlicher Weise von unseren Heldentaten. Ja? Also nicht, ich habe das gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass. Ich habe das bewerkstelligt. Ja? Tatsächlich haben uns meistens ganz viele Menschen geholfen. Meistens waren ganz viele Bedingungen dazu notwendig, dass ich das tun konnte, was das dann, was ich so toll finde, bewirkt hat. Das erkenne ich nicht, weil ich bin ja so großartig. Und das ist leider eine ganz schwere Form von Egoismus. In dem Fall erlebt man sich wirklich komplett getrennt von allem anderen. Man ist nicht verbunden. Sangharakshita sagt, dass Undankbarkeit, diese Form von Egoismus, eine sehr, sehr ernsthafte Störung ist. Und ich finde, er hat recht. Es ist auch letztlich ein schmerzvoller Seinszustand. Ja? Weil irgendwo nagt immer etwas an einem. Und ich muss diese tollen Errungenschaften verteidigen. Ich habe immer das Gefühl, wahrscheinlich muss die verteidigen. Andere wollen mir so ein bisschen ans Zeug. Ja? Wenn ich sage, hey, wir, das Team hier hat's gemacht. Komisch, dann muss ich nichts verteidigen, weil dann feiern alle gemeinsam. Und dann wird aus dem, was da ist, noch mehr. Aber das ist eigentlich nicht so, wie wir damit umgehen, oder in ganz vielen Fällen nicht umgehen. Also es wäre wichtig, bereit zu sein, auf meine eigenen Fehler zu gucken, auf meine eigenen Unzulänglichkeiten zu gucken, auf meine Rationalisierungen zu gucken und die zu erkennen. Wie schaffe ich das? Es gibt ein paar Übungen dafür. Manche schaffen sich dafür Kinder an, denn Kinder sind geborene Spezialisten, für Dankbarkeit sozusagen. Die können sich über die trivialsten Dinge ganz spontan erfreuen. Soweit muss man nicht gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, ja? Indem man sich abends hinsetzt und überlegt, was tagsüber an Guten passiert ist. Der erste Schritt besteht in der Reflexion oder im Reflektieren und Notieren.
Der zweite Schritt würde darin bestehen, dass man sich überlegt, was habe ich tatsächlich persönlich dazu beigetragen, dass es mir jetzt gut geht oder dass es mir heute gut gegangen ist. Man kann abgesehen davon auch Dankesbriefe schreiben. Ja? Auch eine Methode aus der positiven Psychologie, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich schreibe Dankesbriefe und verschicke die auch. Das ist so ähnlich wie ja, jemandem nicht nur dankbar sein, sondern ihm ins Gesicht zu sagen, dass man ihm dankbar ist. Ja. Natürlich kann es sein, dass die Personen nicht mehr erreichbar sind oder so, aber trotzdem ist es schon eine gute Übung, diese Dankesbriefe zu schreiben und sich einfach bewusst zu machen, was bestimmte Menschen im Leben für einen getan haben. Insbesondere dann, wenn sie vielleicht auch schon gestorben sind. Man sagt, ja, schade, dass sie ihn nicht mehr erreichen können. Wissen wir doch gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht erreichen wir den ja oder die ja doch irgendwie. Keine Ahnung. Aber wenn wir schreiben, erreichen wir auf jeden Fall eine Person, uns selber. Und das bewirkt was. Ja. Die für mich wirksamste und wichtigste Methode kommt aus Japan. Und sie heißt Naikan. Naikan bedeutet übersetzt nach innen schauen, also Reflexion. Naikan ist eine Form meditativer Selbstprüfung, ja, eine Reflexionsübung. Wir betrachten dabei einfach die Fakten unseres Lebens, unseres gegenwärtigen Lebens und unseres vergangenen Lebens, egal wie lange das jetzt her ist, eine Stunde, 14 Tage oder 3 Jahre oder noch länger. Ja. Wir stellen dabei keine Vermutungen an, wir bewerten nichts, sondern wir gucken einfach nur auf das, was ist. Naikan kommt aus der japanischen reinen Landschule und beruht auf 2 Grundüberzeugungen. Die erste Grundüberzeugung ist, dass wir in einer Welt voller Mitgefühl und Verbundenheit leben. Und die zweite Grundüberzeugung ist, dass wir es normalerweise nicht mitbekommen, weil wir von unserer egozentrischen Sicht auf die Dinge total geblendet werden. Tatsächlich leben wir in einer andauernden Illusion von Unabhängigkeit, so wie gerade geschildert. Hannibal zog über die Alpen. Indem wir Naikan üben, erkennen wir zunehmend, wie die Dinge wirklich sind. Und wir erkennen, dass nichts unabhängig von anderen entsteht. Dass wir nicht die großen Macher sind. Dass wir immer angewiesen sind auf andere, auf anderes. Ja. Und die Methode basiert auf 3 schlichten Fragen, mit denen wir die Bedingungen unseres Seins prüfen. Die erste Frage ist, was habe ich heute bekommen? Ich kann auch eine konkrete Person nehmen. Was habe ich heute von XY bekommen? Ja. Die zweite Frage lautet, was habe ich XY heute gegeben? Oder was habe ich heute gegeben? Und die dritte Frage lautet, welche Probleme, welche Schwierigkeiten habe ich XY heute bereitet? Also was habe ich heute bekommen? Was habe ich heute gegeben? Welche Schwierigkeiten habe ich heute bereitet? So ähnlich wie in unserer Puja. Diejenigen, die Puja schon mal gefeiert haben, die erinnern sich vielleicht an 2 Abschnitte der 7-fältigen Puja. Der eine Abschnitt heißt Lob des Guten, indem man sich vergewissert, was man bekommt sozusagen, und Eingeständnis von Fehlern. Ja, also was habe ich Schlechtes getan? Ja. Wen kann ich dazu nehmen? Wen oder was kann ich in dieser Übung thematisieren? Ich habe vorhin schon 3 Personengruppen genannt, nur eigentlich 6. Die Eltern, die spirituellen Lehrer und Freunde, die weltlichen Lehrer, aber dann die anderen auch, die Partner, die Lebenspartner, die Kinder, die Kollegen, die Bekannten, die Nachbarn, wer auch immer uns einfällt. Ich kann es mit jeder Person machen, in der ich in irgendeiner Beziehung stehe, die mich beeinflusst hat. Ja. Ich kann es aber auch mit Dingen machen, denn diese Dinge spielen für mich schließlich eine wichtige Rolle. Und wenn ich mir bewusst mache, was Dinge für eine Rolle für mich spielen, dann wertschätze ich auch diese Dinge mehr und die Menschen, die diese Dinge produziert haben. Ja. Ich kann auch Pflanzen nehmen oder ich kann Wasser nehmen, Luft, Feuer, ja, was da ist. Ich kann alles das, was mir gut tut, alles das, was da ist, einfach das, was da ist, nehmen. Ja. Was ist dabei wichtig? Wichtig ist es dabei, wirklich aufrichtig zu sein. Also wirklich hinzugucken, was ist alles da. Zum Beispiel, ich ziehe jeden Tag so bestimmte Sachen an und wenn ich da hingucke, dann erkenne ich, dass eine ganze Menge davon geschenkt ist. Heute ein bisschen weniger, aber es sind auch Sachen da. Zum Beispiel diese Uhr, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist meine Lieblingsuhr. Ne? So, da freue ich mich ganz oft, wenn ich da hingucke, weil es ist eine Solaruhr, finde ich toll. Eine Solaruhr, die auch permanent gut funktioniert. Oder ich habe einen Gürtel an, den ich mir nicht selber gekauft habe, den ich auch total schick finde, habe ich geschenkt bekommen. Ja. So, und so geht das weiter. Wahrscheinlich ist das in unserem Leben, in unserem Alltag ganz oft so, dass wir solche Dinge erkennen. Von wem habe ich das bekommen? Na, die Antwort sitzt da. So, ne? Aber das sind zum Beispiel, sich das bewusst zu machen, verändert. Ja, macht einfach was deutlich und das kann was verändern.
Wichtig ist es auch, diese Fragen so konkret und genau wie möglich zu beantworten. Nicht allgemein, nicht generalisieren, zum Beispiel zu sagen, meine Partnerin ist immer ziemlich freundlich zu mir. Sondern was macht sie genau? Ja. Oh, sie hat gestern für mich die Wäsche gewaschen, obwohl sie selber wenig Zeit hatte. Sie hat eingekauft, obwohl sie eigentlich schon gar keine Zeit mehr hatte. Sie hat so viele Sachen eingekauft, dass ihr noch jemand beim Tragen helfen musste. Dann hat sie mir das Essen gekocht, die Fenster gewaschen, was auch immer. Aber wirklich genau das machen. Oder auch mit den Eltern. Was haben sie getan? Ach, die waren immer gut zu mir. Die haben dafür gesorgt, dass ich groß wurde. Das reicht nicht aus. Wir müssen spezifisch sein. Wir müssen genau hingucken. Zum Beispiel, ja, meine Mutter hat mir zum Beispiel einmal, als sie selber total krank und müde war, noch ein Butterbrot nachgetragen, das ich vergessen hatte, damit ich in der Schule keinen Hunger hatte und gut lernen konnte. Ja, das war ein langer Weg und sie musste sich wieder zurückschleppen, und bis sie zu Hause war, ging es ihr noch viel schlechter. Das zum Beispiel wäre eine korrekte Betrachtung, wenn es denn so gewesen wäre. Ne? Und so arbeiten wir mit allen diesen Fragen. Erst reflektieren wir, und dann notieren wir. 40% der Zeit geht auf die ersten beiden Fragen und 60% auf die letzte Frage. Wem habe ich Probleme und Schwierigkeiten bereitet? Ich sehe totale Begeisterung. Ich meine, ich hätte jetzt eine Frage erwartet. Warum 60% auf so eine Frage verwenden? Ne? Aber ihr habt die Frage nicht, ihr wisst das. Na gut, also normalerweise ist doch klar, stellen wir uns diese Frage nicht. Ne? Wir gehen gar nicht davon aus, dass wir anderen Probleme bereiten. Wir sind gut. Wir sind richtig gut. Wir sind toll. Es ist schön, mit uns zusammen zu sein. Man muss uns einfach lieben. Ja. Sind wir nicht entzückende Wesen? Ja. Ist das super? Ja. Wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass wir anderen Probleme bereiten können. Und wenn, dann haben sie es auch echt verdient. Also, ja. 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 Die anderen sind immer schuld. Deshalb fehlt uns auch, weil das eine Grundhaltung von vielen von uns ist, nicht allen. Also ich möchte es nicht generalisieren, aber viele von uns haben. Weil ich habe das zum Teil definitiv, das weiß ich. Deshalb fehlt uns oder fehlt mir die Übung zu erkennen, welchen Anteil ich eben halt an bestehenden Schwierigkeiten habe. Ja. Und bei der Beantwortung der dritten Frage lernen wir, uns selbst aus dem Blickwinkel der anderen zu betrachten. Das ist sozusagen der Austausch des Selbst und anderen. Ja. Es gibt nämlich tibetischen Buddhismus, im Vajrayana gibt es so eine Übung, die Lojong-Übung, ne, die macht genau das. Ja, wir tauschen das selbst und die anderen aus. Ja. Das Interessante ist, wenn ich diese Übung mache, dass ich am Ende das feststelle, was ich am liebsten gar nicht festgestellt hätte. Dass ich nämlich erkennen muss, dass ich meistens oder ganz oft viel mehr bekommen habe, als ich gegeben habe. Die Liste, wer hat mir heute was gegeben, wem habe ich heute was gegeben? Ja, das ist teilweise eine echte Diskrepanz. Ne? Und die Waagschale schlägt meistens in dieser Richtung ziemlich aus. Ne? Wer hat mir was gegeben? Und also hier ist oft noch Luft nach oben, also beziehungsweise in dem Fall nach unten, damit sie sich wieder einpendelt. Und ich erkenne auch, dass ich viel mehr Menschen Probleme bereitet habe, als ich gedacht hätte. Und das sind oft Kleinigkeiten. Wir glauben gar nicht, wie viele Probleme wir im Tagesverlauf bereiten können, einfach dadurch, dass wir Menschen sind. Oder einfach dadurch, dass wir Auto fahren. Ja? Vielleicht sollten wir öfter mal in den Rückspiegel gucken. Ich mache das nicht immer so oft, weil ich habe es ja auch meistens eilig, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich abends dann wirklich mal genau dahin gucke, stelle ich häufig genug fest, dass ich deutlich vorsichtiger und umsichtiger hätte Auto fahren können. Mal abgesehen von den Flüchen, die ich hinterm Steuer ausstoße. Aber die fallen jetzt gar nicht in diese, die fallen auch in diese Kategorie. Und wenn ich mir das abends so, oder wenn ich das in so einer Übung geballt anschaue, ich mache die nicht so wahnsinnig oft, aber ich mache sie immer wieder, dann löst das teilweise sehr starke Gefühle aus. Und das sind durchaus gemischte Gefühle. Das ist Dankbarkeit, weil ich so viel bekommen habe. Durchaus. Freude. Ja? Dankbarkeit erzeugt Freude. Das ist aber auch teilweise Scham, weil ich so wenig gegeben habe, weil ich so viele Probleme bereitet habe. Ne? Und das, obwohl ich der Ansicht war, doch so viel gegeben zu haben und so wenig bekommen zu haben. Kennt ihr dieses Gefühl? Manche von uns kennen das. Boah, ich gebe so viel, aber diese undankbare Welt gibt mir so wenig zurück. Gut. Ja, aber trotz dieser in diesen Gefühlen enthaltenen Scham, ist das eine wunderschöne Erfahrung. Eben weil ich einfach erkenne, wie viel mir gegeben wird.
Und das erkenne ich nicht einfach so, sondern ich muss so eine Übung schon machen. Ja. Macht mir bewusst, dass ich nicht alleine bin, dass ich permanent Gutes bekomme, ja. Ohne irgendwas Besonderes dafür zu tun. Es ist einfach so, weil ich da bin, kriege ich das schon, mehr oder weniger. Also es gibt sozusagen ein wohltätiges Netzwerk um mich herum, das mich bedingungslos trägt. Und wir erkennen, dass wir tatsächlich eigentlich niemals völlig alleingelassen sind. Manchmal fühlen wir uns einsam, das ist auch richtig. Aber trotzdem sind wir nicht unbedingt alleine. Ja. Und das ist so der zweite Part der Überschrift für diesen Abend. Positive Emotionen. You'll never walk alone. We'll never walk alone. Irgendwie sind wir immer mit allen verbunden. Wenn wir uns das bewusst machen, stellt sich dieses Gefühl dafür ein. Und ich finde es extrem, ja, freudeerzeugend. Das macht mich wirklich dankbar. Was bewirkt Dankbarkeit? Eingangs habe ich schon mal so einige der von der positiven Psychologie nachgewiesenen positiven Folgen erwähnt, wie relative Freiheit von Stress, und so weiter und so fort, also emotionale, gesundheitlich, soziale Folgen. Der römische Philosoph Seneca als denkender Mensch betont mehr so die emotionalen Aspekte. Er sagt, ich bin dankbar, nicht weil es vorteilhaft ist, sondern weil es Freude macht. Ich bin dankbar, nicht weil es vorteilhaft ist, sondern weil es Freude macht. Also Dankbarkeit als heilsame Emotion. Und Dankbarkeit als heilsame Emotion fördert eben Freude, die positive Emotion der Freude. Und Freude erleben wir physisch als große Wärme zum Beispiel. Erleben wir emotional als Offenheit, ja, als Weite, als Energie, als Hochstimmung, als Zuneigung. Und wenn wir sowas erleben, dann sehen wir ganz anders aus als an Tagen, an denen es regnet, an denen wir uns nicht gut fühlen und an denen wir irgendwie so mit gesenktem Kopf durch die Welt schleichen. Und wenn wir Freude erleben, offen sind, zugewandt sind, ja, dann wirken wir sehr lebendig und attraktiv auf andere Menschen. Es löst also, verstärkt also auch sozusagen die Beziehung zu anderen. Ja. Es ermöglicht soziale Beziehungen. Es fördert soziale Beziehungen. Und das wird auch noch verstärkt durch die Tatsache, dass man in einer dankbaren Stimmung deutlich hilfsbereiter ist als in einer nicht dankbaren Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht das oft so, wenn ich das Gefühl habe, wow, mir wird so viel gegeben, fällt es leichter, selber zu geben. Ja. Man kann zwar das andere auch üben, aber da fällt es doch einen Tacken leichter auch irgendwie. Ja. Also unser Altruismus wird sozusagen durch Dankbarkeit gefördert. Das heißt, sind wir einmal dankbar, ist das wie so ein, zwar nicht perfektes Perpetuum mobile, aber es geht schon so ein Stück weit in diese Richtung. Ja. Und wahrscheinlich fallen euch dafür auch relativ schnell einige Beispiele ein. Also zusammengenommen kann man sagen, ist das Ganze ein Anregen von heilsamen Geistesverfassungen, ja. Und das Verstärken des Erlebens von Verbundenheit. Und das ist im spirituellen Leben, sind ganz wichtige Eigenschaften, das Erleben von Verbundenheit und heilsame Geistesverfassungen. Weil wir erleben uns dann nicht getrennt von anderen Wesen, sondern wir sind mitfühlend. Wir überwinden mehr und mehr unseren Egoismus. Ja. Wir transzendieren das Selbst. Das sind so, erleben wir sozusagen praktisch das, was wir sonst lesen. Und all das geschieht durch die einfache Übung von Dankbarkeit. Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag bin ich auf einen Aphorismus von Francis Bacon gestoßen, mit dem ich eine ganze Menge anfangen kann. Bacon hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und mit einem daran anschließenden Zitat einer zeitgenössischen Philosophin und Publizistin komme ich zum Schluss und nutze dabei sozusagen die letzte Gelegenheit, die eingangs negativ erwähnten Medien wieder in besseres Licht zu rücken. Habe ich ein gewisses Interesse daran. In einer nationalen Tageszeitung, deren Verlag für seine sehr konservative Grundeinstellung bekannt ist, ist mir kürzlich eine überaus fortschrittliche Kolumne aufgefallen. Ariadne von Schirach hat's geschrieben. Ja, sie ist mit diesen Nazi-Menschen verwandt, über viele, viele Generationen hinweg. Ariadne von Schirach hat darin über die Wirkung von Dankbarkeit nachgedacht. Und sie ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen. Dankbarkeit ist der Königsweg zum Glück. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.